Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, Fyrim Salska. Wo ist eigentlich der Rest von unserer Truppe? Ich hab keinen Bock reinzugehen. Naja, in der letzten Folge haben wir Stahlgarde eingenommen. Ja, wir sind kurz davor, es jetzt einzunehmen. Wir haben Ingvar getroffen. Ingvar hat angeblich das Herz gefunden. Ja, wir müssen Ingvar jetzt verfolgen. Weil scheinbar ist das Herz. Genau, das Herz der Götter zu bekommen, ist seine einzige Hoffnung. Und was ist hiermit? The Heart of the Gods begonnen. Wo geht's dahin? Emerald Valley. Ah, er ist jetzt schön zur Hintertür rausspaziert, oder wie sehe ich das? So ein kleiner Pisser. Der Ingvar wollte noch nicht in die Suppe. Aber he is heading to the heart chamber. We must follow him immediately. Then let's go. Ja, Pferd. Ach, die laufen zu Fuß. Da stehen zig Pferde rum. Und die laufen zu Fuß. Ja, ich find's ja super. So, wo müssen wir denn jetzt dafür hingehen? Ach, da hinten. Ich würde mal sagen, Mammoth Keep. Schnellreise. Das Pferd eigentlich auch springen? Nee. Ich wusste gar nicht, dass man mit Pferd auch schwimmen kann. Das ist ja mal geil. Freunde, auf jeden Fall merken, mit Pferden schwimmen macht Spaß. Auch wenn es irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Das würde man so, das hätte man so ein Jesus-Pferd und würde auf dem Wasser gehen. Ja, geil. So, ich will da gar nicht stören. Ich wollte nur mal kurz. Ich war nur kurz auf der Durchreise, Freunde. Das sieht so cool aus. So, sind wir da jetzt richtig? Ja, wir sind richtig. Sehr schön. So, scheiß auf die Nierenwurz. We've got better things to do now. Wir müssen Ingvar verfolgen, auf dass er endlich in unserer Suppe landet. Und ja, wie schon mal gesagt, ich weiß, dass man das Gewürz Ingvar etwas anders schreibt. Wie sieht's aus? Sehr gut sieht's aus.
The Northern Pass, okay. Den erkunden wir dann später mal, dürfen wir nur nicht vergessen. Aber jetzt erstmal den Weg lang hinter Ingvar her. Den zu catchen ist jetzt wichtig. Was haben wir denn da vorne? Ja, man kann jetzt vom Pferd aus auch kämpfen. Das konnte man seit ab einem gewissen Patch. Vorher war das Pferd eigentlich nur da, um die Spielwelt schnell zu erkunden. Aber vom Pferd aus kämpfen finde ich schon mal ziemlich knorke. Also linke Maustaste ist ein Rechtsstreich und rechte Maustaste ist ein Linksstreich. Oh. Pferd. Hallo. Pferd. Das Pferd bleibt. So, diese Banditen haben es aber nicht besser verdient, ehrlicherweise. Haha. Okay, jetzt sind wir hier. What's next? Hier durch, oder was? Das so gedacht ist, dass man hier so hochklettern kann. Das war's jetzt aber auch schon. Tja, hier kommen wir offensichtlich nirgendwo durch. Ich habe fast so das Gefühl, dass wir hier durch müssen. Ist irgendwie einfach nur so ein Gefühl. Aber ich wette was mit euch drum. Und wenn nicht, haben wir es halt erkundet, mein Gott. Schadet auch keinem. So, aber sieht schon mal sehr einladend aus hier, auf jeden Fall. This gate has been sealed, blocking passage to Falskas, frigate in dangerous northern hold, perhaps someday it will be unsealed. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Da oben im Norden kommt vielleicht noch was. Ich verstehe, was gemeint ist. Der Norden wird vielleicht irgendwann mal noch freigeschalten, als so als künftiges Update. Go to Mountain Mist Temple. Okay, aber schon mal gut zu wissen. Gut zu wissen. Da muss ich mich immer up to date halten. Der den Mod gemacht hat, da den Norden dann noch weiter bearbeitet. Aber ich finde, dass Falska sowieso schon ganz schön groß ist, also meinetwegen ist es jetzt kein Muss, damit ich hier weiterspiele, aber wenn es natürlich kommt, wo ist mein Pferd jetzt eigentlich hin? Mein Pferd ist geflohen.
Tja, da muss ich wohl doch irgendwie den Weg da reinfinden. Die Frage ist bloß, wie mache ich das? Berge hier zu besteigen, kann ich vergessen. Mein Pferd ist geflohen. Macht denn er für komische Geräusche, der Haas? Der Tony Haas. Schauen wir uns mal nochmal hier genauer um. Ich meine, hier muss es ja irgendwo irgendeinen Hinweis geben, wie wir durch dieses verkackte Tor kommen. Da müssen wir einfach warten, bis die anderen Spackos da sind, weil ich meine, wir waren jetzt deutlich schneller als wie die unterwegs. Vielleicht doch hier irgendwo. Ich meine, hier konnte man schon sehr leicht hoch klettern, aber dann halt eben nur bis hierhin. Ja, nee, das hat keinen Sinn. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal eine Runde warten. 8 Stunden warten. Ich glaube, das ist okay. Brauchen aber ganz schön lange. Ingvar has escaped and is headed to the Heart Chamber, located inside of Mountain Mist Temple, through the passage to the west. We need to follow him. Get there before he obtains the heart. Ja. Schon mal 8 Stunden verschwendet. Ich würde mal sagen, wir warten mal nochmal 5 Stunden. Ich versuche jetzt doch mal irgendwie auf dieses Gebirge da zu kommen. Ich werde zwar wahrscheinlich kläglich dabei scheitern bei diesem Versuch, aber... Andererseits... geht es eigentlich gerade gar nicht mal so schlecht voran. Es ist zwar jetzt sicher nicht der Weg, wie wir ihn nehmen sollen, aber hey... Hoffe ich nur, dass ich nicht abrutsch. Oh mein Gott. Yeah, you cannot leave the struggle now, hä? What? Labert der da? Ich check grad gar nichts mehr. Ich bin noch drin, was wollt ihr? Au. Ich bin schon mal da, Leute. Ob das jetzt wirklich der Weg war, wie man da reinkommt? Ich fürchte ja nicht. Hm.
Oh mein Gott, ich bewege mich von selbst. You're just in time. After all, nobody's been in here for 600 years. I would hate for you to miss this momentous occasion. I'd already have the heart, but it appears to have some kind of magical shield around it. Something that book forgot to mention. But no worries. My wizards assure that they can remove the barrier in a timely fashion. Those keys you gave me worked wonderfully. I studied each one for quite some time. I'm truly honored to be the one in my family that finally gets to use them. What are you doing this for, Ingvar? Why must you vie for such power? I do not want power. I want what is rightfully mine. Do you know what it's like to have something that is yours taken from you? Bla bla bla, mein Gott. Then displayed just out of reach every single day of your life. Hjalmar led the group that discovered Falskar for years. They were loyal to him. Then, just because he wasn't the one that helped them, they all flocked to Olaf, forgetting the services that Hjalmar had provided. To this day, the Borvaldurs remain at the throne that they took from my family. A throne that is not theirs. The throne is not something you're entitled to, Ingvar. The people have the right to choose their leader. They chose the Borvaldurs. They've done nothing but provide wisdom and help, while your family does nothing but cause trouble for the people. That is not true! How did you get your people to follow you so loyally? You promised him power, didn't you? You would get the heart and use it to help them. You lied to your people. That is the first thing that a king can do. You betrayed your city. How could you possibly hope to rule all of Falskar? I will not stand here being assailed by your petty claims. Admit it, Agnar. You've lost. After all this time and smooth sailing, you failed. You have let your family and your people down. Now, don't any of you move. I'll make this quick. We have to do something, Agnar. We must stall him. Duel me! Excuse me? You heard me. I am challenging you to a round of combat. No guards. None of my companions. Just you and me. Agnar. If you have a single drop of honor in your blood, you'll accept or forever be known as a coward. Fine. I'll play your little game. But fighting an old man wouldn't be much of a challenge, now would it? No, I want to fight the Traveler. They come waltzing through the gateway, supposedly foretelling some grand tragedy that is to plague the land. Certainly they must be special. He will provide a challenge, so I want to fight him. You must do it. Ja, klar. You aren't a Nord, but you must still have some code of honor. You must fight Ingvar in my stead. But do not fight for your honor. Fight for the honor of the people of Falskar. Tja, für die People of Falskar. This is going to be fun. Im nächsten Part.